Es sind vor allem Jugendmannschaften, die hier kicken, auf dem Kunstrasenplatz der Freien Turnerschaft Wiesbaden. Das geplante EU-Verbot für Mikroplastik, es könnte das Aus für den Fußballplatz bedeuten. Eine Umrüstung wäre für den Amateurverein nicht finanzierbar. Ich schätze, 50% bis 70% aller Vereine können das überhaupt nicht stemmen, wären auf Zuschüsse oder Hilfen angewiesen und hätten langfristig hohe, extrem hohe Belastungen, die sie über die Mitgliedsbeiträge dann abwälzen müssten. Kunstrasenplätze sind robust und pflegeleicht, doch ihr Granulat ist eine der Quellen für Mikroplastik. Wind und Regen tragen es von den Fußballplätzen in die Flüsse. Von 11.000 Tonnen winziger Plastikpartikel sprechen sie beim Fraunhofer-Institut. Zwar basieren diese Zahlen nur auf Schätzungen und Daten aus dem Ausland, trotzdem dürfe man das Problem nicht kleinreden. Also ich glaube, was Mikroplastik angeht, reden wir zurzeit nicht über akute Gesundheitsgefährdungen, sondern es geht eher um die Anwendung des Vorsorgeprinzips. Weil das, was wir an Kunststoffen in die Umwelt emittieren, wird halt einfach immer mehr und man sollte frühzeitig handeln. Rasenplätze sind für viele Amateurvereine keine Alternative, zu teuer im Unterhalt und sie können weniger bespielt werden als Kunstrasen. Die Hersteller arbeiten schon an Alternativen zum Mikrogranulat. Man kann natürlich Plätze umrüsten, das heißt, es wird dann das Gummigranulat entsprechend rausgenommen und dann zum Beispiel mit Kork, alternativ mit Kork verfüllt. Damit sammeln schon einige Vereine Erfahrungen. Der DFB fordert längere Übergangszeiten bei der Umstellung. Die EU-Kommission hat noch nicht abschließend entschieden.